Wir befinden uns hier an der wunderschönen Knauforgel, der größten erhaltenen spielbaren Knauforgel in Deutschland. Und hier sind wir genau in Bleicherode in St. Marien. Und diese Orgel gehört mir zu dem schönsten, was es überhaupt gibt. Diese gelben Registerknöpfe sind Pedal. Hier haben wir natürlich Manualkoppel, Pedalkoppel. Und die freien Kombinationen sind, das habe ich auch noch nie so gesehen, tatsächlich die Registerzüge oben drüber. Das heißt, wenn man hier den Kalkanten zieht, muss man einiges beachten, bevor man spielen kann. Man muss gucken, dass Handregister eingestellt ist, sonst spielt gar nichts. Und der Motor ist auch so leise, dass man gar nicht hört, dass er angeht. Und da muss man die unteren Register nehmen, nicht die oberen, die da oben sind, nur die Kombinationen. Und unten kann man dann Töne hören. Diese Orgel ist dunkel und warm, hat einen sehr warmen, süffigen, schweren Charakter, so wie Rotwein, so richtig schöner, halbtrockener oder auch, ja, fast nicht süß, will ich nicht sagen, aber fruchtig, fruchtig, sehr fruchtig. Und wir haben natürlich keine Sätzeanlage, aber dafür haben wir eben die freien Kombinationen und dann haben wir einen Prinzipalchor, den man einstellen kann, einen Geigenchor, einen Flötenchor. Man kann die Zungen abstellen, man hat einen extra Tremolanten, wie gesagt, die Handregister, den Auslöser und dann nochmal die dynamischen Knöpfe wie Piano, Mezzo Forte, Fortissimo und sogar Tutti. Aber auch die einzelnen Farben, die möchte ich gerne mal zeigen. Cella ist natürlich auch da. Also man drückt Handregister, guckt nach, manche Stifte muss man wirklich hochziehen. Man hört es auch vom Wind her, wenn die abgestellt oder angestellt sind. So, dann hat man Handregister, guckt nach, dass wirklich alles, das ist, sie sehen aus wie Schachfiguren, diese Register, sehr schön gemacht. So, nehmen wir jetzt mal beispielsweise dieses Flötharmonik. Pedalkoppel dazu. Das erste Manual und die weißen für das zweite Manual. 16 Fuß Stillgedacht. Flötamabilen 4 Fuß, was ungefähr das Allerschönste finde ich jetzt. Thank you.
dass selbst die vier Füße und die zwei Füße, die normalerweise an vielen Orgeln relativ laut und schrill klingen, hier von dieser getragenen, grundtönigen Dunkelheit sozusagen auch eingefärbt sind, dass hier gar nichts schrill, hart oder irgendwie grell klingen kann. Das ist das Ganze schon so eingefärbt, dass es einfach sehr, sehr warm ist. In einer wunderschönen Akustik überhaupt nicht zu. Ich mache mal ein Fortissimo, dass man das auch mal hört, wie ein Fortissimo und ein Tutti klingt.